Der Prozess rund um den Fall Oliver heute in Graz ist geplatzt. Der dänische Vater, der den Sohn vor einem Jahr nach Dänemark entführt hat, ist nicht zum Prozess erschienen. Ein Schock für die Mutter, die seit einem Jahr darum kämpft, ihren Sohn nach Österreich zurückholen zu können. Sie ist gleich bei uns zu Gast im Studio. Wir haben heute aber auch mit Thomas Sörensen, dem Vater von Oliver, telefoniert und uns den Fall aus seiner Sicht schildern lassen. Riesenmedienandrang heute im Grazer Straflandesgericht. Alle warten auf einen, Thomas Sörensen, den Vater von Oliver. Doch der hat das Vertrauen in die österreichische Justiz verloren und erscheint nicht. Mit uns spricht der Däne erstmals darüber, wie er den Fall sieht und schickt uns auch gleich eine Art Videobeweis, dass es Oliver gut geht. Er habe nichts falsch gemacht, sagt er uns. I did nothing wrong. I was in good faith that I did not do anything illegal by. Ich habe nichts falsch gemacht. Ich glaubte, nichts Illegales zu tun, als ich Oliver heimbrachte. Olivers Mutter entführte ihn 2010 aus Dänemark. An dem Tag haben die österreichischen Behörden alle Richtlinien gegen Kindesentführung missachtet, weil sie Oliver nicht sofort nach Dänemark zurückgebracht haben. Eine ganz andere Sicht hat die Grazerin Marion Weilharter. Seit einem Jahr setzt sie alle Hebel in Bewegung, um ihren Sohn wieder nach Österreich zu bringen, spricht vor dem EU-Parlament vor und auch die UN ist bereits mit dem Fall betraut. Von Thomas Sörensen wird ihr vorgeworfen, dass sie ihren Sohn nie in Dänemark besucht. Auch der Anwältin ist das in ihrer Karriere selten vorgekommen. Das ist jetzt völlig losgelöst von allen rechtlichen Prämissen schon sehr auffallend, dass eine Mama, die einerseits so kämpft um ihr Kind, auf der anderen Seite ein Jahr verstreichen hat lassen, ohne solche Anstrengungen zu machen. Es ist ein Kampf zwischen Dänemark und Österreich, dazwischen der kleine Oliver. Angebote dem anderen gegenüber soll es auf beiden Seiten geben, doch keiner möchte darauf einsteigen. Gegen Thomas Sörensen soll ein Haftbefehl erlassen werden. Trotzdem ist die Justiz darauf angewiesen, dass er freiwillig vor Gericht erscheint, denn Dänemark wird den Vater von Oliver nicht ausliefern. Ja, und Marion Weilharter, die Mama des 6-jährigen Oliver, ist jetzt bei uns im Studio. Vielen Dank für Ihr Kommen. Danke für die Einladung. Frau Weilharter, ich bin selber Papa einer 4-jährigen Tochter. Ich kann mir eigentlich nichts Schlimmeres vorstellen, als sie nicht zu sehen. Sie haben jetzt seit einem halben Jahr den Oliver nicht zu Gesicht bekommen. Wie ertragen Sie diese Situation? Das ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Man kann sich das auch nicht vorstellen. Ich wünsche es meinem ärgsten Feind nicht. Und man versucht einfach nur jeden Tag zu überleben. Und denkt an sein Kind. Ja. Wann fehlt er Ihnen eigentlich am meisten? Immer. Es gibt keinen Moment, wo er mir nicht fehlt. Jetzt haben wir schon in dem Beitrag gehört, dennoch haben Sie ihn nur ein einziges Mal im letzten Jahr besucht in Dänemark, obwohl es ja sogenannte Besuchsbegleitungseinrichtungen gibt, wo Sie unter Aufsicht mit ihm zusammen sein könnten. Warum? Würde ich das machen, würde ich die Straftat vom Herrn Sörensen legalisieren. Ich würde die dänischen Entscheidungen anerkennen, die ungültig nach meiner legalen Ausreise oder dem Umzug ergangen sind. Und ich würde meinen Sohn für immer verlieren. Jetzt ist ja heute der Prozess abgebrochen worden, weil Herr Sörensen nicht vor Gericht erschienen ist. Glauben Sie, dass er in absehbarer Zeit freiwillig zum Prozess kommen wird? Das ist eine Frage, die müssen Sie ihm stellen. Ich kann sie nicht beantworten. Können Sie auch nicht einschätzen? Nein, kann ich gar nicht einschätzen. Aber es wäre natürlich das Beste und das Richtigste, wenn er freiwillig den Oliver zurückbringt und die Verantwortung für seine Tat übernimmt. Jetzt war ja der Prozess heute, da ging es um die Strafe für die Entführung. Sie kämpfen aber auch noch in einer anderen Causa, nämlich in der Frage der Obsorge. Da sind Sie bereits beim Europäischen Parlament mit einer Petition gewesen und haben auch sich an die UNO gewandt. Mit welchen Konsequenzen rechnen Sie da jetzt? Schauen Sie, ich muss Sie leider korrigieren. Es geht nirgends um die Obsorge. Es geht überall nur um den Entführungsfall und darum, dass sich das Land Dänemark nicht an das HKÜ hält. Die Obsorge ist ganz klar geregelt. Die habe ich international und weltweit. Aber Dänemark, nur zur Erklärung, Dänemark sagt ja, die Obsorge liegt beim Vater. Das heißt, Sie versuchen jetzt... Nein, nur in Dänemark liegt die Obsorge beim Vater. Ja? Und diese Obsorge hat er 6 Monate nach unserem Umzug bekommen. Das ist in Dänemark ohne die Zuständigkeit, also die juristische Zuständigkeit, die internationale geschehen. Und das ist nicht möglich. Und das ist die Problemstellung, mit der sich jetzt das EU-Parlament, die UN befasst, um eben diese Situation zu lösen, damit der Oliver wieder frei ist. Er ist eigentlich gefangen in Dänemark aufgrund der Situation, dass ich weltweit die Obsorge habe und würde der Oliver das Land verlassen, würde er sofort mir übergeben werden. Und welche Schritte wollen Sie jetzt dann noch setzen, um diesen Zustand aufzulösen, rechtliche Schritte? Rechtlich ist es jetzt zurzeit eben so, dass ich in Zusammenarbeit mit dem EU-Parlament, mit der UN, die Antworten Dänemarks auf unsere
auf meine Petition und auf meine Klage bei der UN abwarten muss. Mitte April wird es da eine Antwort aus Dänemark geben oder sollte es, und dann schauen wir weiter. Sie erwarten sich eine politische Lösung, sollte die nicht stattfinden, sollten sich die verschiedenen Instanzen auf keine Lösung einigen. Mhm. Gibt es dann für Sie noch die Option, doch mit Herrn Sörensen sich einmal an einen Tisch zu setzen, um Oliver vielleicht doch einer gütlichen Lösung beizuführen? Ich muss davon ausgehen, dass es eine Lösung geben wird, weil sonst ist eine Konvention wie die Haager Konvention sinnlos, weil sie nicht greift. Ja? Wenn ein europäisches Mitgliedsland sich nicht an die Konvention hält, dann müssen die anderen Mitgliedsländer schauen, dass das so ist, weil ansonsten kann jeder sich ein Kind irgendwo abholen. Das geht nicht. Ja? Aber unterm Strich ist Oliver dann der, der drauf zahlt? Der hat schon drauf gezahlt, der hat am ersten Tag schon drauf gezahlt, in dem Moment, wo sein Vater ihm mit 5 Jahren gezeigt hat, wie man Gewalt an einem Kind und einer Frau filmt. Was empfinden Sie für den Herrn Sörensen? Mitleid, ganz ehrlich. Sind Sie sich selbst eigentlich einer Schuld bewusst? Machen Sie sich selber Vorwürfe? Ich mache mir vielleicht Vorwürfe, naiv gewesen zu sein. Wir haben ihm im Gericht noch am 13. Jänner angeboten, Ferien, ein großzügiges Besuchsrecht. Und der Herr Sörensen hat das alles abgelehnt und hat dann am 3. April den Oliver trotzdem entführt, obwohl er gewusst hat, wie sehr es ihm schaden würde. Es ist in einem Gutachten ganz klar festgelegt, dass der Oliver traumatisiert würde und wenn er von seiner Mama und aus Österreich weggebracht würde. Das hat also Herr Sörensen gewusst und hat es trotzdem gemacht. Jetzt ist natürlich der Oliver in einer unglaublichen Zerreißprobe auch ausgesetzt. Können Sie sich vorstellen, es kommt der Moment, wo Sie einfach nur Oliver zuliebe, damit ein halbwegs normales, unter Anführungszeichen normales Leben führt, diesen Kampf aufgeben? Es ist meine Verantwortung als Mutter, das zu sichern, dass der Oliver frei ist, dass er sich sicher fühlt und dass er sein Gefühl der Sicherheit zurückbekommt. Und ich muss davon ausgehen, dass jemand, wenn er so eine Tat vor einem Kind verübt, ich kann das nicht bewerten, ich bin kein Spezialist, aber ich fühle mich sicherer, wenn der Oliver wieder in Österreich, in seinem gewohnten Umfeld, bei seinen Freunden und seiner Familie ist und die Hilfe bekommen kann, die er dringend braucht. Frau Weinlatter, vielen Dank für dieses Interview und alles Gute Ihnen. Danke.